Keine Angst. Ihnen kann bei diesen Bildern nichts passieren. Gefährliche Tiere sind seine Spezialität. Besonders Riesenschlangen. Die Tierwelt Floridas, wo er lebt. Und dazu gehören auch Krokodile und Riesenschlangen. Diese Bilder, im Internet schon 150 Millionen Mal aufgerufen, machen ihn berühmt. Tierfilmer Heiko Kira. So, wir haben Sie ganz aufmerksam zugeschaut, was wir für einen schönen Film über Sie gemacht haben. Wir werden noch viele Geschichten von Ihnen noch hören heute Abend. Sein Revier ist der Everglades Nationalpark. Aber auf die Jagd geht er nur mit der Kamera. Heiko Kira auf dem Weg zur Arbeit. Seine Darsteller sind oft mehr als 3 Meter lang. Und heute so gar nicht kamerascheu. Der Arschgeruch überfahrener Tiere hat diesen burmesischen Python an die Straße gelockt. Über die Jahre habe ich nun schon einige Python hier gefilmt. Und normalerweise sind diese Tiere nachtaktiv, aber mit ein bisschen Glück kann man die auch am Tage erwischen. Heiko Kira hat Glück und entdeckt auch noch einen afrikanischen Rockpython. Diese Pythons sind besonders aggressiv und auch für Menschen nicht ungefährlich. Diese Rockpython, die versuchen immer wieder einen Kampf anzufangen und zu attackieren. Und jetzt könnt ihr auch sehen, wie die sich hier rumwickelt, umarmen. Umarmen ist es ja noch relativ harmlos, aber wenn es dann schon um Genick geht, dann könnte so eine kleine Schlange auch einen erwachsenen Menschen umbringen. Berührungsängste kennt der 45-Jährige trotzdem nicht. Gerne lassen sich die Tiere natürlich nicht anfassen, aber dank jahrelanger Erfahrung weiß er, wie er mit ihnen umgehen muss. Inzwischen filmt er aber nicht mehr ausschließlich Schlangen. Auch die Unterwasserwelt hat es ihm angetan. Um Alligatoren und Haie filmen zu können, hat der Abenteurer extra einen Tauchschein gemacht. Seitdem ist er mit seiner Kamera auch regelmäßig unterhalb des Meeresspiegels unterwegs.